Okay. Hi. Na Leute, was geht? Wir sind wieder zurück und wir haben eine Wand dabei. Und damit ist nicht Lars gemeint. Heute sind wir back und machen was Neues. Und zwar essen wir heute Teller, yeah! Wir haben so kleine Dings, Spielzeugmesser. Mehr hat man uns einfach nicht zugetraut, gell? Ja, wir werden heute Sachen halbieren. Und da kommen jetzt sogar schon ein paar Sachen angeflogen, oder? Du musst deine eigenen Sachen schon fangen. It's a banana! Ah, oh. Yo! It's a banana! Ich hab gewonnen. Sieht schon aus wie so ein Dolch eigentlich, gell? Echt so. Da sind Zettel drin mit Grammanzahlen, die wir abschneiden müssen von diesem Obst oder Gemüse. Derjenige von uns, der nicht näher dran liegt an dem abgeschnittenen Ding, ergibt Sinn. Verliert den Punkt. Wir fangen einfach mal an, dann versteht ihr das. Also, wir haben eine Banane und unser Spielzeugmesser. Und jetzt musst du da eins rausziehen. Okay. Und das müssen wir dann von der Banane grammtechnisch abschneiden. Und danach werden wir es. Darf ich lesen? Darf ich zeigen? Mach, okay. Zeig. Es sind genau 111 Gramm. 111 Gramm? Yeah! Was sind 111 Gramm von der Banane? Keine Ahnung, Mann. Eigentlich muss man ja erstmal wissen, wie schwer die. Ich hab auch gedacht, wie schwer ist das, gell? Wollen wir den Sticker abmachen wegen Gewicht? Stimmt, hast du einen Sticker dran? Ich hab ihn noch dran. Ich hab ihn auch noch dran. Die sind von Demeter. Soll ich machen? Okay. Warte, lass mich ganz kurz. Ich muss ganz kurz. Aha. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber ich mach einfach. Okay, ja, mach auch. Wer dran ist, gewinnt. Okay, ich mach auch. Okay. Warte, jetzt habe ich. Jetzt muss ich nur noch aussuchen, welches Stück ich davon nehme. Okay, ich nehme die da. Ich nehme das da. Oh nein. Okay. Ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme das, ja, ich okay. Das. Eigentlich okay. Ich nehme das. Wir machen an. Okay, wer fängt an? Ich fange an. Ich leg rein. Okay. 87 Gramm. 87. Das heißt also, mir fehlen 24 so. 24 Gramm fehlen mir. Mathe mit Roman. Wow, die 116. Oh mein Gott. Übertrieben da dran. Alter, richtig gut. Warte, ich will mal wissen, wie viel das hier wäre. Ja, warte, ich habe mich fast zuerst dafür entschieden. 64. Okay, das heißt, die erste Runde hast du gewonnen. Warte, man kann ja auch einfach wieder, als wäre nichts gewesen. Oh. Als wäre nichts gewesen. Das ist eine Banone dann. Eine Banone. Mein Dolch ist jetzt am Schlittern. Wir machen die zweite Runde extrem. Wer braucht diese Kindermesser? Wenn wir auch abbeißen können. Okay, let's go. Oh, du bist mir voll auf den Fuß getreten. Au. Ich hab sie. Willst du ziehen oder zieh ich? Warum machen wir da eigentlich so einen Deckel drauf, so als ob das so schlecht werden kann, gell? Bist du ready? Ja. Ich hab nichts in der Hand, Mist. Nicht jeder kann das so perfekt wie ich. Wie viel sind's? 71 Gramm. Ja, okay, das kriegt man, glaube ich, hin sogar so ein Bissen. Ich glaube, ein Bissen sind 71 Gramm, denke ich. Also, ich habe das eben berechnet, das kann nicht sein. Ist die sauber? Kann man einfach reinbeißen? Natürlich ist diese Birne sauber. Wollen wir die noch waschen? Lass sie mal kurz waschen. Wegen Coronavirus, Billy Eilish. Meine ist sauber als deine. Guck dir diese Keule an. Willst du als erster abbeißen oder ich? Oder machen wir beide gleichzeitig? Ich weiß halt nicht, wie viel in meinen Mund passt. In meinem passt richtig viel. Ich hab halt so einen kleinen russischen Pelmeni-Mund. Okay. Ey, das sind nie im Leben 71 Grad. Okay. Was glaubst du, wie viel ist das? Meins ist das hier. Das hier sind vielleicht 20 oder so. Legen wir drauf? Ja, mach du zuerst. Die zuckt ja richtig. Ja, die ist saftig. 71 Gramm. Mhm. Meine wiegt... Oh nein! Wiegt die 25? 25! Nein! Okay, 25. Wenn du mehr geschafft hast, hast du gewonnen. Safe, habe ich mehr geschafft. Oh mein Gott, das sind 29. Mann, das ist so unfair. Eigentlich, das ist ein genetisches Problem. Wie so ein Dinosaurier, gell? Kann mir ein Küchentuch geben? Oh, cool, süß. Ein Küchentuch? Da! Okidoki! Okay. Ich guck nicht hin. Ja. Yeah. Oh nein, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Einen Gramm? Ja, ich nehme den Zettel. Nichts. Nee, das ist noch kein Gramm. Ein Gramm ist
Alter, selbst wenn ich nur ganz kurz reintippe, ist ein Gramm zu viel. Schwei. Okay, jetzt fragt sich aber nur, von welcher Frucht müssen wir ein Gramm abdingsen? Okay. Hey! Oh, oha! Wo ist sie nur hin? Wie kann man denn ein Gramm von einer Tomate abmachen? Ich zeig dir, wie das geht. In der Luft, gell? Ein Gramm. Ein einziges Gramm. Grämo. Das ist safe mehr als ein Gramm. So, sag mal dann. So eine Kontaktlinse. Du hast doch Tomaten auf dem. Glaubst du, das ist ein Gramm oder sollte man dünner schneiden? Nee, ich glaube, das hier ist ein Grammy. Grammy? Ich glaube, das ist ein Grammy. Wer legt zuerst drauf? Du, komm, ich mach. Oder komm, dann mach du halt. Nein, es sind zwei Gramm. Es sind zwei Gramm. Es sind zwei Gramm. Okay. Knappes Ding, knappes Ding. Nimm runter. Oh mein Gott, was? Was? Nein, einfach nein, so exakt nein, 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 nein. Glaub selbst was? Nicht. Die sind doch beide. Doch, tatsächlich meins ist ein bisschen. Das meins, das Lars seins. Was? So ein dummer Junge. Weißt du was? Kreuzstab. Ich schmeiß jetzt diese Dinger hoch und du fängst einfach eins aus der Luft, okay? Okay, warte, und ich das. Ich kein einziges fangen. Okay, warte kurz. Pokémon. Okay, ready? Okay. Set? Ja. Go. Ich räume das danach nicht auf. Ich habe was mit meinem dicken Bauch gefangen. Ja, nimm das, was du mit dem Bauch gefangen hast. Okay, das sind 336. Okay, 336 Gramm. Das wird unser Finale sein. Okay, das ist finale Runde. Wobei, ich habe eigentlich schon verloren, gell? Du kleiner, cooler Junge. Danke. Ich bin cool. Oh mein Gott. Coco so Jumbo. Ey, glaubst du, das ist ein Kilo? Das ist kein. Oh, aua. Obwohl, es könnte ein bisschen mehr sein als ein Kilo. Das ist. Habe die Ananas, habe die Ananas. 336 Gramm von dieser Ananas. 336. 336, Freunde. Okay. Sorry, mach weiter. Wollen wir das mit den bloßen Händen machen? So, gell? Schneiden wir den Kopf ab? Ich schneide den Kopf ab, ja. So, okay. Alter, das sieht aus wie ein Salat in der Mitte einfach. Was heißt? So eine Ananas ist gar nicht mehr so groß, wenn man diesen Kopf abschneidet. Wie viel wiegt denn eine Ananas? Das ist immer unterschiedlich, oder? Eine Ananas, die wiegt immer so eine halbe Tonne. Ich weiß nicht, wie viel die wiegt. 336 Gramm, ich mach das jetzt. Okay. Okay. Das ist deine 336. Das sind meine 336. Ich habe das 336 Gramm. Okay, dann hast du safe gewonnen. Denkst du? Du hast dich natürlich los. Du kannst ja noch ein bisschen Gewichtsabnahme machen. Ich glaube, das hier sind 300. Oh, 232. Ich muss meine noch ein bisschen leichter machen, warte gut. Hallo, du hast doch schon abgeschnitten. Ich muss meine noch leichter machen. Ich habe 232. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall keine 300, das sind 600 oder so. Komm, schneid einfach noch mal ein Stück ab, was du denkst. Schneid einfach noch ein Stück ab, ich gebe dir einen Joker. Ich habe 232 gehabt. Blä, blä, blä. Okay. Junge, das ist so nass. Wie viel ist es? Oh mein Gott! Wie ist es? Alter, 93! Ja, du warst näher dran. Siehst du, hätte ich da nicht so viel dran gegessen, hätte ich jetzt 400. Ich habe einen Punkt, aber ich habe trotzdem verloren. Jetzt werde ich einfach mir dieses Ding hier einverleihen. Mein ganzer Mund ist gerade am Brennen, weil ich da dran abgebissen habe. Boah, das ist echt bitter. Woohoo, yeah! Ich muss jetzt eine Bestrafung machen, muss jetzt das ganze Ding essen. Nee, nee, warte, ich habe eine Idee. Ich hole es kurz. So. Dann hier einmal Augentropfen. Und einmal das hier. Ich mach das für dich, okay? Ah, du machst es Gourmet. Ich mach dir jetzt einen richtig nicen Bananen- und Tabasco-Salat. Ah, du musst nur ein Stück essen, okay? Wie viel machen wir da drauf? Was sagt das Rezept, wie viel man da drauf macht? Da muss ich mal ganz kurz nachschauen. Wow! Der Tabasco-Bananensalat. Oh, du hast daneben geschossen. Oh, oh. Warte, hey! Oh Gott. Okay. Schaffst du das? Ja, klar. Ja, jetzt wirst du so leiden dafür, dass ich bei diesem verkackten Fisch abbeißen musste. Ah! Ich hab Tabasco im Auge. Slippery. Slippery? Oh mein Gott, das ist unangenehm. Das tut durch diese Ananas noch mehr weh. Hilfe! Wir brauchen einen Arzt.
Ich probiere jetzt auch, einfach aus Kulanz. Meine Haut brennt. Komm, meine Augen brennen auch. Hast du Bock oder was? Oh, diese Ananas hat dafür gesorgt, dass die Zunge voll porös ist und jetzt tut es über weh. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh. Mann, wir müssen unbedingt damit aufhören. Oh, ich will noch ein Stück. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, tschüss.